So, hier gibt es ein kleines Video zum Projekt Mercedes SLK R170 230 Kompressor bezüglich des Kantenrosts an den Kotflügeln. Dieses Bild meine ich konkret. Das ist hier noch nicht so weit fortgeschritten. Man sieht aber den Rost schon deutlich kommen. Und jetzt noch diesen Winter, also im kommenden Frühjahr, wird das hier schon viel kräftiger aufgeblüht sein. Das kennt ihr alle Leute, stimmt's? Und jetzt kann ich euch auch zeigen, warum das passiert. Auf der Innenseite vom Kotflügel seht ihr hier oben, das ist der Kotflügelhalter. Der macht das, was der Name sagt. Der hält nämlich hier unten den Kotflügel. Ja? Hier vorne ist die Höhenregulierung für den Scheinwerfer in dieser Ausbuchtung, wo auch unten die Stoßstange dran hängt. Und hier unten wird dann die Stoßstange festgeschraubt. Ich habe das jetzt schon alles dick eingespritzt mit Fluidfilm, mit Fett, damit hier nichts rostet. Und hier könnt ihr sehen, warum euer Mercedes hier in diesem Bereich rostet. Egal ob 124er, 201, 129, 210, 123, das hat die Ursache hier. Ja, und es gibt also im Internet, gibt es den Kotflügelhalter, hier oben, na, den gibt es galvanisiert. Ja, den kann man da kaufen und dann könnt ihr den hier abflexen und dann könnt ihr den neu dran schrauben, zum Beispiel mit VA-Schrauben oder ihr schweißt das, wie auch immer. Dazu wird es in der Zukunft ein Video geben. Ich wollte es euch trotzdem jetzt schon mal zeigen, damit ihr wisst, wie das entsteht, dieser hübsche Rost am Kotflügel und was hier zu tun ist, um das zu eliminieren und dafür zu sorgen, dass in Zukunft nichts mehr passiert. Also erstmal ganz wichtig, dieser Kotflügelhalter. Es gibt aber noch eine Stelle, die kann ich euch jetzt zeigen, weil wir ja die Stoßstange runter haben. Und zwar gibt es hier, also das ist die Stoßstange, ne? So, und hier im oberen Bereich von der Stoßstange, darunter sitzt ein Halterblech von der Stoßstange. Und das ist, wie ihr sehen könnt, auch gerade hier oben in dem Bereich richtig schön angerostet. Ich habe das auch jetzt alles eingespritzt mit Fluidfilm, damit hier der Rost, wenn, dann nur in Zeitlupe fortschreitet. Aber wenn ihr Ruhe haben wollt, ein für alle Mal Ruhe mit Rost bezüglich Kotflügel am SLK oder generell am Mercedes, dann müsst ihr hier die Fehlersuche beginnen. Die Stoßstange muss runter und dann müsst ihr hier diese Stoßstangenhalter, die müsst ihr komplett abbauen. Und dann müsst ihr die fachgerecht entrosten. Wie machen wir das? Ja, also ich würde das machen, indem ich die eine Woche in Salzsäure lege. So, und danach werden die abgeschrubbt, abgepinselt, dann sind die wieder blitzeblank, blitzeblankes Blech. Und dann könnt ihr die Pulver beschichten oder mit Rostschutzlack einfach lackieren, wie ihr wollt. Aber der Kotflügelhalter alleine, das reicht nicht. Ihr müsst auch hier an die Stoßstange ran. Ja, Leute, das sind die Tipps, die Gold wert sind, die beim SLK den Spaß dann bringen, wenn ihr das gemacht habt. Das Ganze ist natürlich nicht einfach durchzuführen. Wenn ihr jetzt in SLK jeden Tag fahrt, dann müsst ihr euch diese Haltebleche gebraucht einfach nochmal besorgen. Ja, und dann schmeißt ihr die in Salzsäure rein, lasst sie eine Woche dran und danach habt ihr auf dem Blech keinen Rost mehr. So sieht's aus. Da habt ihr wieder Top-Insider-Wissen. Inside Mercedes SLK. Bis zum nächsten Video.